Als hochrangiger Politiker lebt man gefährlich. Man muss immer damit rechnen, von feindlichen Staaten, politischen Gegnern oder wütenden Bürgern angegriffen zu werden. Seit Olaf Scholz Kanzler ist, wurden daher auch die Schutzmaßnahmen für ihn deutlich hochgefahren. In diesem Video zeigen wir euch, wie es um seinen Personenschutz steht, wie er im Straßenverkehr und in der Luft beschützt wird und wie sicher sein Wohnsitz ist. Es erwarten euch einige kuriose Details, die ihr so bestimmt nicht erwartet hättet. Also bleibt unbedingt dran hier bei Wissenswert. Als erstes schauen wir uns den Personenschutz von Olaf Scholz an. Der Politiker wird nämlich rund um die Uhr von mehreren BKA-Beamten gleichzeitig beschützt, die nicht nur bewaffnet sind, sondern auch über eine umfangreiche Spezialausbildung als Bodyguards verfügen. Die Taktiken, die die BKA-Beamten beherrschen, sind dabei mehr als spektakulär. Beispielsweise sind sie darauf trainiert, alle verdächtigen Aktivitäten und Personen in der Umgebung blitzschnell zu erfassen und dann entsprechend zu reagieren. Sie können Angreifer sowohl mit Waffengewalt als auch mit Nahkampftechniken erledigen und scheuen sich auch nicht davor, im Ernstfall sogar in die Flugbahn einer Kugel zu springen, um so den Kanzler zu beschützen. Tatsächlich sind sie nämlich sogar auf den Ernstfall vorbereitet und wie beim Secret Service wird auch BKA-Beamten empfohlen, sich für Schussangriffe zu opfern. Allerdings ist es keine Pflicht. Aber auch auf andere Bedrohungen wie Messeangriffe oder sogar Attentate sind die BKA-Beamten jederzeit vorbereitet. Olaf Scholzes Personenschutzgruppe ist immer eng in seiner Nähe und bildet meist ein sogenanntes Diamantkreuz. Dies bedeutet, dass die Personenschützer in einer karoartigen Formation um den Politiker laufen und ihn so jederzeit bestens gegen Angriffe von allen Seiten aus schützen können. Dabei verhalten sich Teile des Teams jedoch immer so unauffällig, dass sie von Außenstehenden gar nicht erst als Personenschützer erkannt werden können. Bei öffentlichen Auftritten werden sie außerdem von Scharfschützen und seit neuerem sogar von Drohnenpiloten unterstützt, die die Lage von oben, beispielsweise von Häuserdächern aus, beobachten, um im Ernstfall eingreifen zu können. Neben den Personenschützern, die sich mehr oder weniger sichtbar in der Nähe des Kanzlers aufhalten, gibt es zusätzlich auch noch ein Team im Hintergrund, das immer alle Lagen und mögliche Gefährdungen analysiert. Egal wohin Olaf Scholz also geht, sein Schutzteam war schon vorher da und hat sorgfältig analysiert, welche Gefahren hier auf den Kanzler lauern. Aus wie vielen Leuten genau der Personenschutz besteht und wie die einzelnen Aufgaben der Teammitglieder aussehen, hält die Regierung aus Sicherheitsgründen aber natürlich geheim. Gerüchteweise soll es sogar einzelne Personenschützer geben, die für den Ernstfall kleine Sprengkörper, also quasi Mini-Bomben, mit sich führen. Offiziell vom BKA bestätigt ist dies zwar nicht, aber im Ausland, etwa beim israelischen Geheimdienst Mossad, wird so eine Technik schon seit Jahrzehnten wirklich verwendet. Auch in den USA gibt es bereits seit längerem Mini-Bomben, die von Spezialeinheiten wie den Navy SEALs unauffällig mitgeführt werden können. Kommen wir nun zum Transport des neuen Kanzlers und der Frage, wie Olaf Scholz so im gewöhnlichen Straßenverkehr eigentlich beschützt wird. Olaf Scholz ist nämlich nicht mit einem ganz normalen Auto unterwegs, ihm steht stattdessen ein ganz besonderes Fahrzeug mit Fahrer zur Verfügung. Und zwar handelt es sich dabei um die Limousine Mercedes-Benz S680 Guard im Wert von über einer 500.000 Euro, dem bei allen Fahrten stets ein Konvoi von Begleitfahrzeugen vor und hinterher fährt. Der Mercedes wurde für den Kanzler maßgefertigt und hat es, obwohl er äußerlich eher unauffällig aussieht, ganz schön in sich. Kommen wir nun nämlich zu den Features des 4,5 Tonnen schweren Fahrzeugs. Wer sich nun ganz viele technische Spielereien wie bei James Bond vorstellt, dürfte erst einmal etwas enttäuscht sein. Tatsächlich wurde bei der Kanzlerlimousine nämlich mit Absicht auf viel unnötige Elektronik verzichtet, um so Hackerangriffe zu erschweren. Vielmehr ist die Mercedes S-Klasse ein richtiger rollender Schutzkäfig. Die Scheiben des Fahrzeugs schützen nämlich nicht nur gegen Pistolenschüsse und Explosionen, sondern sogar gegen Maschinengewehre, die Munition doppelt so schnell wie andere Gewehre schießen können. So ist Scholz in seinem Auto auch sicher, wenn er in Bürgerkriegsländern unterwegs ist oder sogar von bewaffneten Drohnen angegriffen wird. Alleine die Frontscheibe des Mercedes wiegt unfassbare 400
Kilogramm. Natürlich sorgen bei der Kanzlerlimousine aber nicht nur die Scheiben aus 10-lagigem Spezialglas für Sicherheit. Das Fahrzeug erfüllt als einer der einzigen die höchstmögliche Schutzklasse VR10. Das bedeutet, dass der gesamte Mercedes aus einem speziell gepanzerten Grundgerüst besteht. Die Panzerung ist sogar ganze 20 cm dick und ist so ähnlich gesichert wie ein echter Panzer. Trotz dieses riesigen Gewichts kann die Limousine immer noch bis zu 190 km/h schnell fahren. Selbst die Reifen des Fahrzeugs sind so ausgestattet, dass der Wagen eigentlich nicht mal einen Platten bekommen kann, selbst wenn er unter Beschuss steht. Ansonsten verfügt der Mercedes noch über eine automatische Feuerlöschanlage, ein Notfallsystem für Giftgasangriffe und ein Hydrauliksystem, das das Fahrzeug auch ohne sämtliche Elektronik funktionieren lässt. Nachdem ihr nun über den Personenschutz und den Schutz im Straßenverkehr von Olaf Scholz Bescheid wisst, kommen wir nun zu der Frage, wie der Bundeskanzler eigentlich beschützt wird, wenn er in der Luft ist. Der Kanzler fliegt nämlich nicht wie normale Bürger in ganz normalen Flugzeugen, sondern ist mit dem Regierungsflieger Konrad Adenauer unterwegs, einer Airbus-Maschine, die quasi die deutsche Air Force One ist. Die Konrad Adenauer fasst bis zu 140 Passagiere und kann 13.000 Kilometer nonstop am Stück fliegen. Sollte es einmal zu einem Notfall mit Verletzten kommen, lässt sich das Flugzeuginnere jederzeit in eine fliegende Intensivstation verwandeln. Damit es aber gar nicht zu einem solchen Notfall kommt, ist die Konrad Adenauer natürlich zusätzlich mit einem umfangreichen Sicherheitssystem ausgestattet. Einerseits wird das Flugzeug nämlich vom Boden aus per Radar überwacht, zudem sind sogar auch noch Jets der Bundeswehr als Begleitung verfügbar, um den Regierungsflieger auch in der Luft zu beschützen. Besonders spektakulär ist aber das laserbasierte Abwehrsystem an Bord, das automatisch, wie in Hollywood-Filmen, infrarotgelenkte Raketen abwehrt. Diese Technik wurde extra in den USA von einem Rüstungsunternehmen eingebaut und soll angeblich bis auf den Zentimeter genau funktionieren. Olaf Scholzes gepanzerte Limousine und sogar die Begleitfahrzeuge kann der Kanzler auf Flugreisen bequem im Laderaum mitnehmen und muss so nicht im Ausland auf fremde Autos zurückgreifen, die Gefahren mit sich bringen könnten. Zu guter Letzt wollen wir euch noch zeigen, wie Olaf Scholz auch an seinem Wohnsitz beschützt wird. Der Kanzler wohnt, obwohl er das Anrecht darauf hätte, nicht im Bundeskanzleramt, sondern in einer Wohnung in bester Lage in der Berliner Vorstadt Potsdam. Genauer gesagt wohnt Olaf Scholz hier zusammen mit seiner Frau seit letztem Jahr in einem im Renaissance-Stil gehaltenen Palazzo in der Nachbarschaft des Museums Barberini. Das Gebäude wurde erst 2016 erbaut und im Erdgeschoss befindet sich unter anderem eine Kunstgalerie. Zur Wohnung gehören außerdem noch ein Hinterhof und eine Tiefgarage. Natürlich wird Olaf Scholzes Wohnung einerseits durch eine Alarmanlage und ein Sicherheitssystem geschützt. Die weiteren Schutzmaßnahmen sind allerdings so heftig, dass Olaf Scholz nicht nur Ärger mit seinen Nachbarn, sondern sogar Ärger mit der Justiz hat. Und zwar wird der Hinterhof jede Nacht dauerhaft von einem hellen Scheinwerfer bestrahlt und zwei bewaffnete Polizisten stehen hier Wache, um zu kontrollieren, dass sich keine befugten Personen Zugang über den Hinterhof verschaffen. In der Tiefgarage stehen außerdem die gepanzerten Limousinen und auch hier passen natürlich Sicherheitsleute darauf auf, dass nichts geschieht. Denn bei der Bewachung von Olaf Scholzes Wohnsitz gilt die höchste Sicherheitsstufe. Dass Olaf Scholz und seine Frau hier überhaupt in die Wohnung in dem Palazzo eingezogen sind, wurde sogar vor den eigenen Nachbarn geheim gehalten. Und dieser Fakt sorgte dann auch prompt für Ärger. Zwar hatten die Nachbarn Verständnis dafür, dass der Politiker geschützt werden muss, allerdings regten sie sich sehr darüber auf, dass sie nur beim Müll runterbringen, plötzlich auf dem Hinterhof von bewaffneten Polizisten kontrolliert werden. Auch das Blockieren der Tiefgarage und das viele helle Licht in der Nacht sowie die vielen Kontrollen stießen den anderen Mietern so sehr auf, dass sie sogar versuchten, gerichtlich dagegen vorzugehen. Doch die Polizei erklärte schließlich, dass das Interesse der Eigentümergemeinschaft hinter höherwertigen Rechtsgütern, wie etwa dem Schutz des Kanzlers, zurücktreten muss und notwendige Schutzmaßnahmen
Schutzmaßnahmen zulassen muss. Das war's nun auch schon mit unserem Video. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, ob ihr die ganzen Schutzmaßnahmen eher für gerechtfertigt haltet oder sie in euren Augen vielleicht auch völlig übertrieben sind. Liked das Video gerne, wenn es euch gefallen hat, und wir sehen uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Macht's gut! Thank you.